Und ein herzliches Willkommen zurück zu Nier Automata mit von Nier Gameplays als Hobby. Das bin ich. Und ja, streck dich mal schön. Und einen weißen Schlüpper hat's an. Okay, wir haben eine Nebenaufgabe bekommen in der letzten Aufnahme. Und da würde ich sagen, da gehen wir doch jetzt hin. Und dazu muss ich wohl hier hin. Kann ich aber noch nicht. Lässt sich nicht öffnen. Hallo? Achso, einmal Enter drücken. So, können wir irgendwie die Karte angucken? Kann man irgendwo die Karte angucken? Kartenmodus. Hier haben wir was rot. Die Bitte des Händlers. Okay, das ist auch schon mal supi. Das heißt, dann gehen wir mal hin. Kann man sowas eigentlich auch markieren oder sowas? Tatsächlich, Enter. Aha. Aber die Karte sieht echt nicht so super aus. Zugriffspunkt. Überall in der Spielwelt findest du clever getarnte Zugriffspunkte, die für Folgendes genutzt werden können. Freischalten von Kartendaten, Freischalten eines Speicherbereichs, ein weißer Bereich auf der Karte, wo dein Spielstand im System speichern kannst, sofern du nah genug am Zugriffspunkt bist. Wenn du einen Zugriffspunkt findest, der vom Feind angegriffen wird, musst du sie alle besiegen, um das Terminal zu reaktivieren. Aha, okay. Da müssen wir auf jeden Fall nicht hin. Hier war die Pflanzenentwicklung ziemlich fortgeschritten, aber damals war es eine ziemlich große Stadt. Operator Six-O-Li-2Bさんへ。定期連絡の時間です。こちら2B、異常なし。それは良かったです。今日の地球の天気はいいですか？問題なし。それは作戦に関係する情報？ いえいえ、そうではなくて天気がいいと気分がいいのかななんて気分が良くても良くなくても作戦には関係ない。2Bさんらしいですね。それではまた。 okay. Da haben wir ein paar Bots. Die machen wir jetzt natürlich platt. Natürlich finden wir direkt die Sachen, die wir brauchen. Okay, das ist alles, worum der Händler bittet. ザツヨって大変ですね。地上のレジスタンスは夜羽部隊にとっても大事な同胞。彼らの手助けをするのも私たちの重要な任務だから文句を言わない。はい。ちょっと別にしてアフパスはさ、gesagt hat。 Aber ich sammle das hier natürlich auch nochmal ein. Wie es aussieht, tauchen die Dinger hier immer wieder auf. Uiuiui, das Spiel lässt sich aber zu wünschen übrig vom Laden her. Hey, die halten mehr aus als die Roboter. Komische Sache, okay. Wir gehen natürlich jetzt erstmal zurück und geben die Sachen ab und schauen, was passiert.
Sportlich ist sie auf jeden Fall drauf. Aber sie ist ja auch eine Maschine. Eine Robotermaschine, ne? So, wir haben unsere erste Aufgabe erfüllt. Yay! Zwar eine Nebenaufgabe, aber immerhin etwas. Hey, ihr habt die Materialien gefunden. Das ist klasse. Jetzt kann ich mit den Upgrades anfangen und Sachen für euch anfertigen. Ich kann mir vorstellen, dass ein paar Teile für die Reparatur deines Beins übrig bleiben. Ja, nein. Warum sagst du uns nicht, was hier wirklich gespielt wird? Tja, mein linkes Bein ist völlig hinüber. Mein linkes Bein ist genau jenes, das noch original ist. Ich habe meinen alten Körper während des Krieges schon hunderte Male repariert. Ich habe alle möglichen Teile schon so oft ausgetauscht, dass ich es mir nicht einmal mehr merken kann. Aber dieses Bein, dieses linke Bein, das ist völlig unangetastet. Wenn ich es also ersetze, was passiert dann? Ich meine, wäre ich dann immer noch ich oder wäre ich nur... Egal, das ist mein Problem. Wollt euch nicht damit belästigen. Ich sollte bald noch mehr Wachen bekommen. Also schaut vorbei, wenn ihr könnt. Aufgabenbelohnung. Kummerdraht mal 3, Bernstein mal 2, mittlere Erholung mal 2, 3000 Gold und 50 Erfahrungspunkte. Bitte des Händlers abgeschlossen. Was haben wir denn hier? Mittlere Erholung erhalten. Keine Erholung erhalten. Nee, Ausruf brauchen wir uns nicht. Okay. Geh weg, du Nachricht. So, dann schauen wir uns doch nochmal die Karte an. Wie gesagt, ich blicke hier noch nicht so ganz wirklich durch. Ziel. Sind wir da nicht? Was ist denn das? Ein Fragezeichen. Das Fragezeichen wollen wir uns doch mal genauer angucken. Achso, wir können ja schnell speichern, ne? Immerhin haben wir was fertig gemacht. Gut, dann schauen wir uns nochmal an, was das Fragezeichen ist und dann gehen wir mal Richtung Hauptauftrag. Aber ich glaube, das geht so in den Bereich, wo die Gegner etwas... wo die Gegner etwas stärker sind. Aber egal, wir wollen ja so viel wie möglich fürs Spiels mitnehmen. Okay, da geht's nicht rein. Da geht es nicht hinter. Da können wir auch nicht rein. Kupfererz gefunden. Mal komischerweise auch nicht rein.
Dann gehen wir hier durch. Tatsächlich. Okay, der war schon etwas größer mit einer schönen großen Axt oder sowas. Da haben wir hier noch so zwei Stück. Und schon alles eingesammelt. Okay. Da hinten haben wir auf jeden Fall noch was. Kennt ihr das Spiel eigentlich schon? Ich weiß ja nicht, wer so alles mit zuguckt, aber wer weiß, wer kennt es schon, wer kennt es noch nicht. Was haltet ihr von dem Spiel? Was will der mit großem Wildschwein? Wenn ich so viel aushalte wie der Elch vorhin, dann habe ich ja direkt verloren. Wow. Huch. Was mache ich? Suisho. Togai-Gegner-Deki-Heiser-To-Access-Point-No-Sumiyaka-No-Fukkyu. Das ist das wahrscheinlich, dieses Fragezeichen. Genau, das war das wohl. Karteninformation freigeschaltet und wir können jetzt schnell speichern hier in der Nähe. Okay, sehr schön. Kartenmodus. Okay, diese roten Dinger sind wohl diese ganzen Teile. Auf jeden Fall scheint die Welt etwas größer zu sein. Okay, wir gehen dann jetzt einfach wieder hierher zurück. Den Hauptauftrag machen. Okay, da geht's schon mal nicht hoch. Der ist dann nach oben gegangen. Wie kommen wir da jetzt wieder auf die andere Seite? Von hier wahrscheinlich. Ich meine, hätte man das jetzt grafisch ein bisschen anders umgesetzt, wäre es natürlich sehr anspruchsvoll gewesen. Aber das konnte man natürlich auch schon erreichen. Und zwar bei Crysis 3 zum Beispiel. Da ging es ja an sich eigentlich auch sehr gut.
Geruckelt hat es bei mir zumindest jetzt nicht. Cool, wir können hier hoch. Ah. Wir wollen uns jetzt auch natürlich nicht allmöglich aufhalten überall. Ja, bei Crysis 3 ging das doch auch sehr gut und das Spiel ist älter als dieses. Also von daher technisch gesehen, grafisch gesehen, hinkt das Spiel hier etwas hinterher. Und ist trotzdem anspruchsvoll anscheinend, weil manchmal leckt es dann doch. Und das Laden dauert manchmal länger. Manchmal ist noch Matschtextur und dann ist plötzlich, bupp, ist die Grafik dann da. Oder der Schatten, wie auch immer. Dabei habe ich das ja auf dem höchsten schon stehen. Das Wasser haben sie ganz gut hingekriegt. Und natürlich die Hauptcharaktere. Die haben sie echt gut texturiert. Die sehen klasse aus. Und haben sogar an alles gedacht, wie Höschen und sowas. Tja, was soll ich noch dazu sagen? Also grafisch bin ich jetzt nicht begeistert von dem Spiel. Aber mal schauen, wie sich zumindest die Story uns so ändert. Oder falls wir in anderen Schauplätzen noch kommen, wie es da dann aussieht. Oh, du gehörst wohl zu Jora. Ich habe gehört, was geschehen ist. Ich handle mit Waffen, wenn dich so etwas interessiert. Hat mir das nicht schon in der letzten Aufnahme gehört? Welche Arten von Waffen? Im Grunde baue ich Relikte der alten Welt nach oder repariere sie. Obwohl mein Werkzeug momentan ziemlich in traurigem Zustand ist, muss ich sagen. Wenn das Wartungsgerät in der Werkzeugkiste da wieder funktioniert, könnte ich wieder Waffen reparieren und verkaufen. Sie wirkt ziemlich hinüber aus. In der Tat, wie du dir vielleicht denken kannst, bin ich für so delikate Reparaturen nicht gemacht. Im Ernst, das wäre eine große Hilfe. Sieht aus, als wäre das Wartungsgerät durchgebrannt. Er muss es überlastet haben. Ich schätze, viel komplexe Apparaturen dürfen für die Reparatur reichen. Irgendeine Idee, wo ich komplexe Apparaturen finde? Waffenhändler. Es heißt, in der Ruinenstadt gäbe es welche. Allerdings soll es da auch vor aggressiven Maschinen nur so wimmeln. Okay, die Bitte des Waffenhändlers aktualisiert. Ich hatte ja ganz ehrlich gedacht, das Spiel wäre, ich sage jetzt mal sowas wie Crysis, dass man ja gelenkt wird halt, ne? Das ist nicht hier so Open World, das mit Aufträgen so holen, suchen und die Sachen halt erledigen, wieder zurückbringen und sowas. Ich hatte gedacht, man springt hier wirklich so Level zu Level und muss halt alle Maschinen umbringen und gewisse Goliath-Maschinen irgendwie kaputt machen. Und die Erde vor diesen Maschinen reinigen. Von diesen Maschinen reinigen. Mist, hätte ich die Aufgabe doch nur vorher gehabt. Ich habe die ja schon platt gemacht. Wo war ich da vorhin schon? Hätte ich direkt mitmachen können. Bukia-san ga itte ta no wa kono atari desu ga kikai seimeitai o kakunin shikamo tekisei hannou ga arimasu. Na super, jetzt kommen direkt alle auf einmal? Nee. Achso, die Dinger liegen hier einfach so rum. Dann brauchen wir uns ja gar nicht so lange damit aufzuhalten. Und da hinten haben wir da noch sowas.
frei von Viechern. Was haben wir hier? Ein Kristall erhalten. War ja nicht auch noch eins? Aber das scheint es nicht zu sein. Der rote Punkt, der rote Dot ist noch hier hinten. Da hinten leuchtet noch etwas. Habe ich wohl eins übersehen? Geht doch. So, also wie gesagt, damit hat mich das Spiel natürlich ziemlich überrascht, dass es eben nicht so ein Level-zu-Level-Welt-Spiel ist, sondern dass es ein Hin- und Hergelaufen ist. Mit Sachen holen, wieder zurück abgeben und wieder zurück und weiter. Das ist interessant. Ich bin mal gespannt, wie sich das Spiel noch entwickelt. Der Anfang hat ja eigentlich auch was ganz anderes ausgesagt. Das war ja dann auch eigentlich auch nur so... als vorwärts, weißt du? Hier ist so Open World. War das hier am Anfang auch nicht. Wahrscheinlich ändert sich das hier dann auch wieder. Das hier ist wahrscheinlich so eine Art Zwischenwelt. Da sieh mal einer an. Da bin ich wohl wieder im Geschäft. Freut mich, das zu hören. In der Tat, schließlich stelle ich Waffen her, um meine Freunde ein wenig sicher zu bieten. Obwohl ich mich manchmal frage, ob meine Waffen meine Freunde nicht einfach schneller sterben lassen. Niemand's nimmt. Ach schon gut, vergiss, was ich gesagt habe. Schau einfach in Kürze wieder hier vorbei, ja? Dann sollte ich neue Ausrüstung für dich fertig haben. Die Bitte des Waffenhändlers ist gemeldet. So, das hier ist rot, also bleiben wir direkt hier. Hey, du bist es. Ach, fast hatte ich das vergessen. Ich schuld dir noch eine Belohnung. Ich möchte mich für deine Hilfe bedanken, dass hier ist alles wieder seinen Gang geht. Hier hat es ein paar Verbesserungsmaterialien. Kristall, Tierfell, rostiger Klumpen, 5000 Gold und 50 Erfahrungspunkte. Was können wir denn machen? Upgrade. Tugendvertrag. Es macht mehr Schaden. Angriffstempo nimmt auch an. Benötigt rustiger Klumpen, Tierfell, Kristall. Na den. Ja, ich denke mal, ich heb mal einfach mal alles auf, was wir hier so finden. Man weiß ja nicht, ob wir das brauchen. Okay. Such mich auf, wann immer du mit deinen Waffen brauchst. So, jetzt können wir hier weitermachen. Ach hey, ich habe tatsächlich auch eine Bitte an euch. In letzter Zeit gab es viele Berichte über gefährliche Maschinen, die in der Wüste aufkreuzen. Das ist sehr ungewöhnlich, daher könnte das ein Hinweis auf eine größere Sache sein. Tja, ich habe gehört, dass ihr Jura-Typen ganz gut darin seid, Dinge zu untersuchen. Meint ihr also, ihr könnt euch dieses Durcheinander einmal für mich ansehen? Danke, ich wusste, dass ich auf euch zählen kann. Ich werde unsere Verbündeten in der Wüste sagen, dass ihr kommt. Okay, bevor ich das jetzt weiter drücke, wir kommen wirklich in die Wüste. Wir sind jetzt bei 25 Minuten, ich bin schon längst drüber. Das war's mit dieser Folge mit Nier Automata, mit von mir Gameplays als Hobby und meine Ansicht mit dem Spiel.
Okay, aber mal schauen, wie es sich weiterentwickelt. Ich bin mal gespannt. Und wir schauen da mal. Also, auf Wiedersehen. Wenn es euch gefällt, das Spiel, drückt mal bitte einen Daumen nach oben. Ihr dürft mich auch gerne abonnieren, wenn ihr nichts verpassen wollt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Teil oder auch bei einem anderen Let's Play von mir, wie ihr wollt. Auf Wiedersehen. Viel Spaß noch. Tschüss.